Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Heute haben wir für Sie eine Squad-Battles-Partie. Big Trouble gegen die Young Boys. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften noch gar nicht anders. Der Blick auf die Aufstellung von Big Trouble. Sie haben die Chance. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Big Trouble muss mehr tun fürs Spiel. Sie sind nach diesem Tor hinten. Becker. Big Trouble mit dem Angriff jetzt. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Die Young Boys geben den Ballbesitz ab. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Er zieht ab. Nicht drin. Gehalten. Ecke kommt in die Mitte. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Da kann er jetzt erstmal klären. Sie versuchen es. Drin ist er. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Angriff der Young Boys. Klasse Timing hier. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Jetzt die Ecke. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. Er gibt den Ballbesitz ab. Viel Druck von den Young Boys jetzt. Er kann erstmal klären. Klasse, wie er dahin geht. Ist das das Tor? Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Gut durchgesetzt, gefährlich. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke ins Zentrum. An den Pfosten, weiter gefährlich. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Da machen sie viel Druck. Da haben sie jetzt den Ball. Er versucht. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Elia. Guter Pass jetzt. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Gute Abwehr. Schießt er ihn rein. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Jetzt passt.
Deutlich ist der Rückstand schon für Big Trouble. Aber klar, noch haben sie hier eine Hälfte lang Zeit. Noch hoffen sie, der Ball rollt wieder. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Wichtig, er holt den Ball. Jetzt können sie es machen. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Schöner Pass. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Jetzt haben sie den Ball wieder. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Gehalten. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Und direkt die nächste Ecke. Dieser Kopfball geht rüber, keine echte Gefahr. Keine gute Aktion vom Torhüter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sehr guter Einsatz. Itten. Gefährlich jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut reingespielt. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten. Chancen machen, dann hast... Aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Kann jetzt über außen kommen. Gute Aktion vom Torhüter. Ist natürlich ein richtig guter Pass. Itten. Das macht er sicher. Sie wechseln aus. So, Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Sie versuchen es. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Sie machen schon sehr früh Druck. Könnte was werden. Er holt sich den Ball. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Die Riesenchance. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. So, Sie werden nun also wechseln. Sechs Minuten haben wir hier noch. Fabian Lustenberger. Itten. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Da muss er hin und holt sich den Ball.
Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Anspiel nach hinten. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Never got my name on it. Yeah, screen is out of Z, then you go watch the game on it. Keep down, I don't rest it off.